Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Bowl 2 in Hobbys Liga gegen die Moshpit Maniacs von Raikir. Hallo Raikir. Moin Finn. Die Chaoten hier. So, ich mache direkt Partie starten. Gerne. Und bin Finn mal Credible gespannt. Annehmen. Das bin ich. Dann hoffe ich, dass du auch Finn Credible spielst, wir wollen ja ein gutes Spiel haben. Du hast einen Risenden. Aha, das ist natürlich angenehm. Mhm, aber sonst nicht viel. Das bedeutet, ich habe Portokasse. Geilo. Ich kaufe einen Blutweiser, Babe. Oder warte mal. Nee, mache ich gar nicht. Und kann mir trotzdem noch ein Blutweiser, Babe leisten. Jawohl. Du hinter... Listiger ja, Kerl. Jetzt kann mich das natürlich mega in den Arsch beißen. Für alle Leute, die jetzt denken, aber Finn, es ist doch erst das vorletzte Spiel, du hast doch noch eins. Mach doch mit deinem Geld lieber was Anständiges. Mein letztes Spiel ist gegen Rutze, der leider ausgefallen ist, deswegen werde ich da einfach einen Sieg bekommen. Deswegen ist das mein letztes Spiel. Wenn sich jetzt natürlich herausstellt danach, wir spielen noch eine Saison mit den gleichen Teams, dann beiße ich mich in den Arsch. Aber erstmal nutzt sich das hemmungslos aus. Und ich spiele gegen dich, der quasi nichts mehr zu verlieren hat. Ja, das ist super. Und ein Zauberer. Ja, dafür sind wir bei mir zu Hause. Ach, na denn. Na, dann ist ja gut. Ich hatte zuerst überlegt, bevor mir aufgefallen ist, dass ich ja mein Geld gar nicht mehr brauche und dass es reicht für einen Zauberer, dachte ich, dass ich dann einfach selber ein bisschen was drauflege für eine Bestechung. Aber so ist ja viel besser. Ich hoffe, dass ich in dem Spiel hier gut genug würfel, um fürs letzte Spiel noch einen Minotaurus zu bekommen. Gegen wen spielst du als letztes? Oh Gott, muss ich gucken. Gute Frage. Ich glaube, gegen die Black Spiral Dancers. Gegen Necros. Ja, dann, genau. Das ist Wolfskin, das sind die Necros, dann lohnt er sich. Eigentlich lohnt er sich gegen alle, außer gegen Yagul, ne? Weil wir sind ja alle also, Bashy. Ich bin generell ein Fan von den meisten Big Guys, einfach weil ich ja rumgebäsche mag in der Hinsicht. Ich finde die auch ganz cool. Mit Trollen habe ich ganz, ganz böse Erfahrungen. Wir erinnern uns. Ja, was möchte ich denn mal? Welches Schwein soll es sein? Oh, das ist nett. Das ist sehr nett. Jetzt irgendwie interessanterweise bin ich tatsächlich besser in der Verteidigung als im Angriff. Und da fühle ich mich auch ein bisschen wohler, von daher fangen wir damit an. Okidoki. Mumien. Ja. Verfluchte. Stärke 3 mit Block. Und einer hat Mighty Blow, vergiss das nicht. Ich hab gerade schon gesehen. Der finstere Schrecken hat Mighty Blow. Ja, ja. Der Süße. Grabesfinn, unterstützen bekommen, der hat Ausweichen. Die haben alle Ausweichen. Ja, nur gut. So, dann wollen wir das mal nicht weiter hinauszögern. Auch wenn ich das eventuell weiter hinauszögern möchte. Immer lass dir Zeit. Niemals, eile er sich. Hurtig. Ich hab mehr Fans. Der da? Ja, jetzt muss er hier wieder mit seinen Subscriber-Zahlen rumprollen. Ja, die meinte ich gar nicht, aber auch da habe ich. Ich habe lange nicht geguckt bei dir, aber ich werde da auch mehr haben. So. So. Wenn ich kaufe ich mir noch welche. Was? Du, die Raten sind gut, habe ich gehört. Oh. Oh Gott. Dann werde ich da mal los. Zu Forschungszwecken vielleicht reinschauen. Wo hast denn die her? Internet. So. Ja, nee, Moment, was macht der denn da hinten? Ja, doch. Ich weiß es nicht. Ja, manchmal tue ich Dinge und dann frage ich mich, warum tue ich die Dinge? Dann fällt mir auf, dass ich keinen bestimmten Grund dafür habe und dann lasse ich es einfach so, weil ich höre dann noch meinen Instinkt. Völlig zu Recht. So, habe ich noch? Genau, so, jetzt machen wir nämlich mal, was ich letztes Spiel völlig sträflicherweise unterlassen habe. Ich stelle Arend Konstrukteur aufs Feld. Lieben Gruß an den Stin an dieser Stelle nochmal. So, und vielen Dank für diesen netten Spieler. Er hat Spieler. Schon geflucht. Ja, mehr als einmal. Er hat schon geflucht im Spiel mit mir. Er sagte auch schon, ja, der doofe Finn hat mir einen Zwerg rausgehauen, jetzt fängst du auch noch an. Natürlich in einer netteren Stimme als die ich gerade nachgemacht habe. Ich, ne? So, mach mal so vielleicht. Wobei, ich muss ja sagen, die Augenklappe von Finn Your Face ist ja schon sehr stylisch. Wenn du mir jetzt noch sagst, Finn Your Face. Mhm. Ja, hübsch. Hübscher Mann. Wenn du mir jetzt noch sagst, wer mein Spieler ist. So, wenn das alles klappt, dann klappt alles. Ich glaube, das finde ich zufriedenstellend.
Ja, Finja Face hat sich ganz schön gut gehalten für seine 4000 Jahre. Ja, na, so viel ist es noch nicht bei dem. Ist, wir sind ja hier kein Camry-Team. Du bekommst einen zusätzlichen Reroll. Okay. Und der Ball ist ein Touchback. Das finde ich natürlich super prima. Nimm mal die Pille, kleiner Mann. Sehr, sehr gut. Ist ein gutes Gut. So, du gehst dahin. Ja, aber jetzt lass mal Horus in Ruhe. Der ist ganz neu. Du gehst dorthin. Er ist das letzte Spiel, das dazugekommen. Gibt's auf den Sack. Achso, na, dann lohnt sich's ja erstmal richtig. Dahin bitte und ich bleibe. Oh, Gott sei Dank. Das ging zügig. 12 auf die Rüstung und dann eine 3 auf die Verletzung. Ja. Irgendwer hier ist eine Wurst. Also letztes Spiel war es Mortarion, dann ist es vielleicht dieses Spiel Horus. Irgendein Chaoskrieger liegt immer gerne auf dem Rücken. Okay. Wenn das gerade irgendwie ein bisschen dreckig klang. Ich finde das schön. Oh, das ist natürlich Zucker. Chaoskrieger arbeiten halt gerne in der Horizontalen. Habe ich gehört. Das älteste Gewerbe der Welt. Kriegen wir nicht. Okay, dann... Ach, das war natürlich blöde. Na, egal. Ist auch blöde. So müssen wir machen. Damit kenne ich mich aus mit blöden Sachen. Ah, warte, wenn ich so möchte... Ah, kriege ich wieder nur einen Würfel. Natürlich blöd. Doof. Ich bin super doof. Kommen wir hier irgendwo hin? Nein, kommen wir nicht. Der ist einfach... Warum? Ach, weil der Guard hat, weil ich ein Trottel bin. Na gut. Wenn ich sowieso nur einen Würfel kriege, kann ich das auch so machen. Prima. Nicht prima. Hä? Doch, völlig. Tja. Also Ziegen brauchen Blocken, definitiv. Das sage ich nicht mehr, wenn ich gegen Chaos spiele, glaube ich. Wenn ich so mache, ja. So machen wir. Ich bin ja sowieso dafür, dass falls wir eine zweite Saison machen, wir eventuell die Teams wechseln. Ich habe mir da schon die Chaoszwerge so ein bisschen angeguckt. Oh, der feine Herr, Chaoszwerge. Ja. Schön. Wobei ach, jetzt die steht so der viele ne, verschiedene Spieler haben, dass ich mir da echt noch eine interessante Aufstellung angucken muss. Ein bisschen blöde jetzt. Muss ich... Achso, nee, warte mal. Mit Go for it, auch unschön. Okay, du gehst mal nach da. Ja, aber komm, das ist ein geschickter Zombie, der schafft das doch bestimmt. Was sagst du jetzt so in deinem jugendlichen Leichtsinn? Ja? Ich gehe mal... Noch da vielleicht. So, jetzt ist natürlich die Frage des Tages, möchte ich das überhaupt oder möchte ich... Ich glaube, ich möchte das tatsächlich nicht. Ich müsste den da hinstellen, damit das klappt. Nee, mach ich nicht. Kannst vergessen, der geht hier rüber. Wobei geht vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist. Für das. Ach, jetzt habe ich den da hingelegt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe den Zauberer geschenkt bekommen. Deine Leute stehen da gut. Deswegen gibt es einen auf den Korb. Einer? Wirklich? Nicht mal gelähmt? Mist. Dafür war es ein Chaoskrieger. Ja, ui. Toll. Wow. Ich dachte, ich helfe dir jetzt, das ein bisschen positiv zu sehen. Aber der feine Herr will das ja offensichtlich nicht mal. Puh. Zweimal war eine 1 dabei und zweimal eine 3. Ich habe echt nur einmal über 4 gewürfelt. Und dann war die Rüstung noch schlecht. Oh. Hm. Ganz herzlich. Ja, ich möchte bestimmt ausweichen. Ganz, ganz viel. Das Gefühl hatte ich tatsächlich auch. So, ja, der liegt auf dem Rücken. Das ist ungut. Ich mag das nicht, wenn die auf dem Rücken liegen. Du gehst mal... Gehst du das? Ja, komm. Stell dich mal dahin. Das ist jetzt natürlich schade. Alle, die ein bisschen was von Blood Bowl verstehen, weinen jetzt natürlich, dass ich meinen Zauberer so benutzt habe. Aber ich dachte, kannst ja mal machen. Was hat sich so angeboten. Jo, du gehst mal dahin. Oh, ist natürlich traurig. Dann überlegen wir mal, was wir jetzt tun. Ariman, du bleibst das mal hier. Das hätte ich mir anders gewünscht. Backfield. Und jetzt muss ich nur noch was für Ultigor mir ausdenken. Ultigor Prime? Nein, nur Ultigor. Ja, ja. Schade. So, du gehst nach vorne. In den Namen habe ich mir noch selber nicht ausgesucht. Ultigor ist einer, der ein ehemaliger Journeyman ist. Ah. Du haust den mal bitte. Das glaube ich nicht. Immer Pause auf meine Blanche. So, und dann
Ja, geh mal hinterher, das ist okay. Ey, jetzt ja, mal. Ja. Oh, nur gelähmt. Puh, alles gut. Ich hatte ja schon Hoffnung. Im letzten Spiel haben sich meine Chaos ja endlich darauf besonnen, dass sie Chaos sind und Leuten wehtun müssen. Gedacht, dass sich das eventuell ein bisschen weiterträgt. So, guck mal, das ist ein ehemaliger Spieler von Stin, den kannst du hauen. Ach, verdammt. Genau, da können ruhig Sachen passieren, wäre nicht so schlimm. Naja, dann halt nicht. Ja, und Stins Spieler hauen haben sie ja schon geübt. So, Binge-Watcher Finn. Gut. Ja. Und Finn schön dünn. Wen hauen wir denn mal? da haben wir eine größere Chance. Auf einen Skull! nimm mir das, das ist ein bisschen offen und ich habe sowieso ein Geschenk bekommen. Völlig zu Recht. Ich finde auch, dass ich zu Recht ein Geschenk bekommen habe. Nee, ich meine, ja, genau das meinte ich. Hust. Okay. So, der steht ganz allein auf weiter Flur. Das finde ich prima. Das finde ich nicht prima. Finde ich auch nicht prima. Das Problem ist, wenn meine Ziegen zu lange alleine rumstehen, fangen die an zu grasen. Und das ist ein bisschen wie ein Dummheitswurf. Dann machen die nichts mehr. Ich finde das schön. Schreib doch mal ins Blood Bowl-Komitee, dass du genau das möchtest. Ja. Wenn innerhalb von 5 Feldern oder so kein Krauskrieger steht, dann fangen die Ziegen einfach an zu grasen. Das würde die Chaos sicherlich um einiges weniger furchteinflößend machen in Blood Bowl. Unwesentlich, ja. Haben deine Mumien eigentlich irgendeinen Nachteil? Nee. Schade. Nur sie sind furchtbar langsam? Ja, gut. Das war jetzt ja zu erwarten. Ich meinte jetzt eher sowas in die Richtung von doof oder verwurzeln oder so. 1, 2, Viertel vor 3. Ach, warte mal, wenn ich den da hinstelle, geht das? Jawohl. Sehr gut sogar. Sehr, sehr gut sogar. Ah, komm. Lass doch den armen Karl. Ach, dort. Ach, das bringt mir überhaupt nichts. Ah, das macht nichts. Ich blitze. Oh. Prima. Prima aus der Hölle. Folge. Komm schon, Konrad. Ja. Nichts passiert. Und du gehst nach dort. So, und jetzt müssen Sachen klappen. Du noch da? Oh, das kenne ich. Das klappt nicht. Klappt oh, wohl. Leg dich da dazu zu dem Kumpelchen. Ich weiß, dass den Chaoskrieger mit Blocken war. So, ich glaube, das ist ganz okay. Ganz langsam bereue ich das Kommentar mit dem Chaoskrieger in der Horizontalen. Das scheinen die recht ernst zu nehmen. Nee, nehme ich nicht. Lass ich. War es mir zu riskante? So, steh mal auf. Steh auf, wenn du ein Tiermensch bist. Ey, das war kein Tiermensch, der durfte nicht aufstehen. Hallo, hallo, ey, was machst du denn da? Ich hab doch gerade die Regeln gesungen, oder nicht? Ich bin Chaos. Ich vergaß. Ich bin verdammt, ja. Da hättest du mal besser auf die Teambeschreibung gucken sollen. Hätte mir vorher klar sein müssen, ja. Mein Fehler. So, wann sind das viele Low-Foils? Geht für S. Könntest du auch dodgen, ein bisschen. Ich könnte auch. Ah, ne, der hat da hinten ausweichen, das ist dumm. Ich mag Leute mit Ausweichen nicht. Das erklärt, warum du keine hast. Ich habe einen. Hast du? Einer meiner Tiermenschen hat Ausweichen. Der ganz hinten rechts, Ariman. Ah, deswegen steht er da hinten rechts, weil er Ausweichen hat. Ist dem Getümmel ausgewichen. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Da bin ich dagegen. Du gehst jetzt mal dahin. Aha. Und wie sagtest du vorhin so schön, jetzt müssen Dinge funktionieren. Nehme ich das oder nehme ich... Ne, den nehme ich auf keinen Fall. Den nehme ich auch auf keinen Fall. Schön, das klingt gut.
Oh, das nervt mich gerade alles ein bisschen hier. Völlig zu Recht. Jetzt dachte ich mir, dass du das denkst. Pass mal auf, wir machen das jetzt trotzdem. Schafft es, easy peasy. So, jetzt haben wir da zumindest einen stehen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ich weiß, dass der Ausweichen hat, aber mit der dreckigen Lache auf. Nee, das, die war wegen des, du hast einen stehen. Oh, okay, Entschuldigung. Sind wir beim Strip-Blood Bowl oder was? So banal habe ich gerade nicht gedacht, aber gut. Ich schon. Ja, das ist doch okay. Das war jetzt nicht abwertend gemacht. Einer muss es ja tun. So. Ich sehe schon, das ist wieder Highbrow Entertainment hier. Hauen wir den um. Ich sagte schieben, nicht umhauen. Habe ich auch so verstanden. Ich habe schieben verstanden. Sehr gut, danke. Deswegen habe ich das ja auch von Anfang an unterstützt. Und die sind doppelrot. Und diese Ziege, die hier in Deutsch, die finde ich scheiße. Pass mal auf. Ich passe. Nein, ich möchte nicht erneut würfeln, das ist gut. Völlig zu Recht. Ja. So. Du darfst. Okay. Ach so, macht das Sinn? Warte. Nee, macht keinen Sinn. Tu mal so. Oh, das reicht erstmal. Der hat natürlich Block. Das ist nett. Also das hat mir mein Leben auch um einiges erleichtert, zwei Chaoskrieger einen Block geben zu können. Das ist so ein wichtiger Skill für die. Eins, zwei, Viertel vor drei. Dann gehst du nach dort. Jetzt ein gewagter Pass von Ghoul zu Ghoul. Ich sehe das kommen. Weil ich den da so perfekt hingestellt habe, um einen Pass zu fangen, meinst du? Ja, ja, genau richtig. Ja, klingt nach mir. Eine geraden Passlinie. Klingt nach mir. Der kommt da leider nirgends hin. Frage des Tages ist, was fange ich mit der Situation an? Tatsächlich. Du könntest Angron den Ball geben. Er würde sich sicherlich freuen. Ja, ich kann ihm auch einen auf den Kopf geben oder ihn schieben. Das war meine zweitliebste Variante. Ich gehe einfach mal nach da. Ich sehe schon. Gula Finn sein möchte hier der Top-Rusher der Liga werden. Ach, immer von links nach rechts. Sachen verkackt. Ja, ja, nur dafür mache ich das. Nicht etwa, weil du meinen Gameplan völlig zerstörst, sondern einfach, weil ich die Yards haben will. Ja. Siehst du, ich habe dich direkt durchschaut. Primo. Du bist so ein Stubsammler. Ich folge an dieser Stelle. Oh, nein. Jawohl. Okay. Ah, das ist Mighty Blow. Mighty Blow ist ein guter Blow. Schiebung ist nicht so gut. Es klingt ein bisschen wie der langweiligste Superheld aller Zeiten. Mighty Blow. Mighty Blow. diesen Ziegerich muss ich allerdings versuchen zu verhindern. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr prima. Dorthin Folge bitte. Sehr verhindert sogar dieser Ziegerich. Also irgendwie könnten meine Rüstung auch langsam mal anfangen zu halten, finde ich. Ich finde, die könnten mal anfangen ordentlich zu brechen. Das war ein Sky. Naja. Immer nur diese Lähmung, wo du doch keine Ersatzspieler hast. Da könnte ich drauf aufbauen, aber nein. Ich wollte gerade sagen, ich habe nicht mal ein volles Spielfeld, volles Spielern. Das war ein komischer Satz. Doch, du hast doch ein volles Spielfeld jetzt. Du hast doch einen Journeyman bekommen. Aber wenn ich es schaffen täte, dir noch jemanden zu entsorgen, dann wäre natürlich prima für mich. Was haben wir es denn? Zug 4 gleich, okay. So, steh mal auf da. So, dann tun wir mal Sachen und Dinge. Lieber nicht.
Sachen und Dinge Nummer 1 ist er. Ey! Verdammt. Gehst so oben. Hätte ich mir irgendwie schöner vorgestellt. Ich glaube dir. So, trotzdem steht da jetzt der Ziegenmann gar nicht schlecht. Jetzt stellen wir dann den zweiten Ziegenmann hin. Ja, damit der eine sich nicht so alleine fühlt. So. Ziegenmänner sind wie Frauen, gehen immer zu zweit aufs Klo. Daran wird's liegen. Einer muss ja die Handtasche halten. So, dann kommt Huron Blackheart jetzt mal hier hin. Und dann hauen wir mal die Mumie. Oh, mit nur einem Würfel? Und es klappt sogar. Mit dem Loner, wie frech. Ja. Das wäre jetzt die Krönung gewesen, wenn der jetzt noch die Rüstung gebrochen hätte. Also wenn es eins gibt, was ich habe, dann ist es unbeschwerte Dreistigkeit. Manche nennen es Dummheit, aber ich bleibe bei unbeschwerte Dreistigkeit. Das klingt besser. Absolut. So, Konrad. Konrad, du bleibst einfach mal hier. Du deckst jetzt mal uns den Rücken. Aber Horus, du gehst dahin. Dich will ich im Moshpit haben. Ariman, du hast Dodge. Das heißt, du kannst zur Not auch mal was Interessantes machen. Ergo kommst du mit in die Backline. Und Angron ist angry, also haut er den Untoten. Das sind natürlich Formationen, die mir überhaupt nicht gefallen, Aletja. So, ja, du darfst. Okidoki. Der hat Guard. Das bedeutet, hier bekomme ich einen Würfel. Das ist korrekt. Oh, ich kann natürlich auch blitzen. Aber zu welchem Zwecke? Zu gar keinem Zwecke. Okay. Das muss erstmal klappen, bitte. Klappt. Nach dort, bitte. Und ich... Plus 1, minus 1. Ich bleibe an der Stelle. Krieg ich jetzt hier wieder zwei Chaos-Krieger-Mobben, ich sehe das doch schon. Jawohl. Oh. Hauze, immer auf die Schnauze. Und jetzt habe ich mir den Weg zugestellt, aber ich darf mich noch bewegen. Haha, hast du nicht mit dir rechnet, wa? So. Nein, hat mich total überrascht. Aus dem Nichts. Ich habe alles vorher gesehen, was du tust, aber das nicht. Aus dem Nichts bewegt er sich einfach. Gut. Ich hätte fast vergessen, meinen Mumin aufzustehen. Das hat mich jetzt auch nicht so groß geärgert. Das wird nix. Du musst nach dort, bitte. Du stehst auf. Gesundheit aufs Brot. So, und dann machen wir hier einen süßen kleinen Zucker-Handoff. Der sogar wunderschön funktioniert und gehen hier ganz gemütlich in diesen Cage hinein. Schick. Zumindest für einen von uns. Und du markierst diese Ziege. Mit so einem Edding. Meine Ziege. Ja, die Zombies würden anders markieren, aber Skelette können ja nicht mehr pinkeln. Gut zu wissen. Dann nehme ich mich jetzt vor den Zombies in Acht. Ja, bei denen musst du aufpassen. Wenn die dich markieren, dann ist Waschtag. Das geht so schnell nicht aus dem Fell. Vor allem, das ist ja da schon eine Weile. Das riecht noch mal ein bisschen strenger. Das glaube ich gerne. Fangen wir mal an, den Cage kaputt zu machen. Verstehe ich. Ja, das ist okay. Hey, du hast ja sogar Block, wie frech. Aber Binge-Watcher Finn nimmt das hin wie ein Mann. So, stellen wir uns mal hier rein und sagen Hallo. Hi auch, na? So, Und sonst so? Und danach tun wir Zugestelle. Wie so ein ganz großer.
Und zwar will ich da einen stehen haben. Einfach so. Einfach so will ich da einen stehen haben. Ich kann das auf Kommando. Hm. So. Schon mal dran gedacht, ins Erwachsenenfilm-Business zu wechseln? Was meinst du, warum ich so viele Referenzen zum horizontalen Gewerbe mache? Meine YouTube-Karriere ist quasi eine große Bewerbung. Ach so, ich dachte, wäre nur ein Hobby. Und du sitzt jetzt da in Federboa mit Goldkettchen. Das Goldkettchen habe ich heute weggelassen. Und einem Zylinder. Und einem rosa Mantel aus Leder. Möchtest du über was reden? Das ist erstaunlich spezifisch. Ja, das war so mein Bild eines typischen YouTube-Zuhälters. Ah, okay. Gut. Ach, Zuhälter. Ach so, okay. Ja. Also müssen wir gleich die Großen rollen. Ja, sicherlich. Also, du warst sehr freundlich. So bin ich. Freundlich ist so vor mich hin. Dann gehst du auch mal da rein. Und dann werden wir mal hier weitermachen mit Einwürfelsachen. Wieso mache ich eigentlich immer so tolle Pläne und stehe dann hinterher doch völlig beschissen da? Das kenne ich. Irgendwas stimmt doch hier nicht, Mr. Reikermann. Ja, ich sollte definitiv mit meiner Ziege die Mumie hauen. Das klingt nach einem guten Plan. Absolut. 67% ausweichen. Komm, wir versuchen's. Hat er. Ausgezeichnet. Easy peasy. Den hätte ich nämlich gern hier in einer nahen Umgebung mal. Und dann darfst du. Okidokili. Was du nicht lassen kannst. Okidokili. Dann muss ich halt einfach jetzt hoffen, dass Sachen funktionieren. Du kleiner Mann, rennst mal einfach vorsichtshalber nach da, so ein bisschen? Ein Flankenmanöver. Ach, krieg ich ja gar nicht. Uiuiui. Krieg ich da? Ah, jawohl. Warum liegen die immer auf dem Rücken? Sehr, sehr beautiful. Und warum können meine Chaoskrieger nicht mal was auf den Rücken legen? Na, weil sie selber immer liegen. Das ist doch Naturgesetze, Mann. Ich folge an dieser Stelle. Sollte mal ein wenig Dominanz etablieren. Ah, da liegt da schon wieder, aber ich habe Ausweichen. Also liegt da nicht. Muss ich meine Aussage revidieren? Jetzt gibt es natürlich überhaupt keinen Platz, an dem ich sein möchte, tatsächlich. Oh, das würde gehen. Warte, wie weit kommst du in die Richtung? Zu weit. Viel zu weit. Eieieiei, das kann natürlich alles böse in die Hose gehen. Wir probieren es einfach mal. Machen einfach mal ein paar Meterchen, wa? So, der... Das ist alles ein bisschen doof. Das ist klar, das ist leider auch klar. Okay, dann müssen wir hier jetzt drauf kloppen. Oh, komm! Kann das mit nicht mal Gewalt? Nö, heute nicht. Und dann kriege ich hier sogar noch einen Würfel. Mit Skull. Nehme ich nicht, nein. Achso, jetzt muss ich natürlich... Ich nehme diesen Wurf nicht an. Ich folge. Ach, scheiße, ich habe die andere Ziege völlig vergessen. Shit. Das war jetzt schlecht. Oh Gott im Himmel. Fuck. Das war jetzt... jetzt habe ich mich tatsächlich vertan. Reroll ist weg. Nee, lassen wir so. Oh, wow, 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 wow. Okay. Oh. Steh mal auf. Ich denke mal, wir wissen beide ganz genau, von welcher Aktion dieser Zug jetzt abhängt. Hm. Sicherheitshalber stellen wir hier mal einen Chaoskrieger dran. Und ziehen die schon mal in der Nähe. Ja, oh, die andere... Ich habe Karn the Betrayer, habe ich einfach völlig ausgeblendet. Ich habe die anderen beiden geguckt, wo die hinkommen und Karn... Ja, natürlich kann der da komm jetzt schon, hinblitzen, komm schon, ey. Komm schon, komm schon, komm schon.
Schafft es nicht! Jawohl! Jawohl! Und schafft es mit Reroll und schafft es easy. Ach Mann, ey. Lass ich mich noch surfen mit Ball. Ey. Schön blöd, der Finn. Schön blöd. Okay, wo fliegt der jetzt hin? Oh Mann, ey. Weit weg. Okay. Ach Gott im Himmel. Gut. Gut, jetzt haben wir eine Grundlage hier zumindest, mit der wir was anfangen können. Oh, das war richtig bescheuert von mir, ey. Genauso wie der Zauber am Anfang. Es zieht sich so ein bisschen durchs Spiel gerade. So, den hauen... Ach, verflixt. Sehr, sehr prima. Folgen. Den hätte ich gerne umgehauen. Das glaube ich dir gern. Ja... Okay, versuche ich den jetzt zu boxen oder versuche ich auszuweichen? Man weiß es nicht. Nee, solange wie sich das entscheidet, boxe ich hier nochmal. So. Da boxe ich nicht. Okay, gehen wir es mal durch. Wenn ich den boxe, könnte ich umfallen und er könnte freistehen. Wenn ich den ausweiche, habe ich ihn gleich an der Backe. Ich dem ausweiche, habe ich nicht gleich an der Backe. Komm schon. Ach. Sehr, sehr prima. Na gut. Zumindest steht er nur noch in der Nähe. Und okay, böse. Das war wichtig. So, der geht zu Boden. Das ist sehr, sehr gut. Kannst du meine Krieger nicht mal stehen lassen? Niemals. Nein! So nämlich. Nee, für ein K.O. nicht. Nicht für ein K.O., auch wenn es jetzt wichtig wäre. Der käme damit Go for it hin, aber möchte ich eigentlich gar nicht. Das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stünde er da? Unschön ein bisschen. Der ist jetzt natürlich auch am Lappen, obwohl das geht. Machen wir einfach so. Pass auf. Du da. Gut, das reicht. Und ich gehe mit dem... dorthin. Da will er einen neuen Cage bilden. Oh, kannst du das nicht mal nicht machen? Ich könnte, ja, aber ich habe da keine Lust drauf. So, Mighty Blow hat auf jeden Fall sein Salz verdient, dieses Spiel schon. Mhm. Das würde ich unterschreiben. Ach, den hätte ich vielleicht auf der anderen Seite haben wollen. Naja. So, und dann müssen wir jetzt erstmal so machen, weil alles andere ist... Schafft es. Sehr, sehr schön. Jetzt ist allerdings die Zeit knapp. Okay. So, hauen wir erstmal diesen hier. Unschön, unschön, unschön. Sehr unschön. Nee, kann ich mir gar nicht erlauben. So, nach da... Bleibe. Ach, scheiße, das war alles doof. Das war alles ein bisschen sehr doof, was ich hier gemacht habe. Das muss bitte jetzt klappen. Tut es! Mit Gewalt! Auf den Dodger auch noch. Sehr, sehr geil. Geh mal nach... Ja, genau da wollte ich keinen stehen haben. Shit. Ich glaube dir, aber ich glaube, ich stelle ihn trotzdem so hin. Okay. Ja, das gefällt mir besser. Und jetzt müsste bitte unbedingt das noch klappen. Zucker. Nach da, Folge. Und du gehst hier noch markieren. So machen wir's. Ich bin kein Fan von dem Ganzen. Ich tatsächlich schon so ein bisschen. So, das ist echt glimpflich ausgegangen, ey. Das
So, du müsstest ja zum Ball gehen zweimal, das dachte ich mir. Richtig. Das wusste ich. Deswegen steht der Mann da. Schon klar. Du müsstest einmal zum Ball gehen. Pass mal auf, wir bewegen erstmal die. Wo kannst denn du überall hin? Gut. Das heißt, du kommst dahin. Du stellst dich. Oder kannst du das machen? Nicht um Go for it. Nee, ich mach das nicht. Nein, du stellst. Oh. Du stellst dich dir mal vor die Nase. Du stehst auf. So, du stehst unbehindert von jedem rum. Das heißt, du kommst mal hier. Oder will ich das? Will ich das? Ich weiß nicht, was ich mit dem machen will. Lass mal den erstmal stehen. Bis ich weiß, was ich mit dem machen will. Du stellst dich mal hier. Okay. So, du, mein Lieber, deckst mal den Verfluchten hier. Mag das nicht, wenn er frei rumlaufen kann. Und ich mag das nicht, dass du den deckst. Und jetzt? Toll, ey. So, Mortarion, mach mal, was du... Uiuiui. Mach mal, wozu du geboren wurdest. Hau umkippen? Mal, Kuhle. Ach so. Kannst du nicht mal den einfach umhauen? Kann er nicht. Nee, kann er tatsächlich nicht. Außer du rerollst das natürlich. Folge. Zumindest steht jetzt irgendeiner an ihm dran. Das ist schon mal etwas. So, den hätte ich gerne aus dem Weg. Danke. Vollkommen. Schön. So, jetzt habe ich hier zumindest noch eine Tackle-Zone. Auch wenn da gleich die Mumie sagt, dass ich die mal gern haben kann. So, und das ist ein One-Die, den ich gerne machen würde. Ist akzeptiert. Oh, hätte ich tatsächlich anders gemacht. Na gut. So. Ja, das waren alle. Okay, wie hättest du es gemacht? Wenn man fragen kann? Ich hätte meinen Ghoul zwischen deine beiden Jungs geschoben. Wobei ich dann natürlich mit guten Mumienblocks wäre ich dann da frei gewesen. Da hast du natürlich auch recht. Also so stehe ich jetzt. Eine perfekte Situation ist es so oder so nicht. Aber ich kann verstehen, was du meinst. Keine Ahnung. Ist beides nicht so prima. Aber vielleicht wäre es besser gewesen. Man weiß es nicht. Ich weiß vor allem nicht so richtig, was ich jetzt anstellen soll. Die Tackle-Zone ist ein bisschen doof. Der kommt dahin, aber mir schlechter als recht. Das bedeutet, 50% ausweichen ohne Reroll, das möchtest du doch bestimmt tun. Okay, ich muss erstmal so tun. Das ist natürlich ganz bitter jetzt. Yes! Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Ah, gib der Mumie. Ausgezeichnet. Ach, die ganze Zeit sind die Mumien so brav und würfeln wie die Götter. Ja, und jetzt, wenn es wichtig ist, wenn es um die Wurst geht, so. Und immer Pause auf meine Blutjahr. Ich möchte bleiben. Hau den mal. Eieiei. Gut. Hau den. Eieiei. Folgen. Ich glaube, der Reiki hat mich falsch verstanden. Wir hatten vor dem Spiel schon ein bisschen gesprochen und ich sagte, ich muss das unbedingt gewinnen. Ja? Und jetzt macht er so mit mir. Ja, und ich sagte, glaube ich, sowas in der Art, wie ich würde das gerne gewinnen.
Pass mal auf, du haust den. Sehr schön. So mag ich meine Chaos-Jungs. Oh, ach, ein Konstrukteur ist verletzt. Der ist doch schon tot. Armer Kerl. Regeneriert sich aber. Kommt gleich wieder. Ja. So, genau so mag ich meine Chaos-Jungs. Dann geht Angron mal hier so hin. Und jetzt solltest du den bitte mal aufheben. Easy Danke. Peasy, da kennt er nix. Unschön, ja. Sehr, sehr unschön. Also insgesamt mag ich das so. Ich überhaupt nicht, tatsächlich, muss ich dir gestehen. Er steht so bequem, ne? Shit. Okay, du stehst mal erstmal auf, kleiner Mumienmann. Ja, ich habe nur eine Möglichkeit, was zu tun. Und zwar so. Eieiei. Tja, Glückwunsch. Ich habe ihn dann mal gewibbert. So, komm. Da wollen wir jetzt keine Risiken eingehen. Ja, völlig zu Recht. Glückwunsch. Es ist, jetzt, wenn man sich an den Anfang erinnert, wäre es schön gewesen, wenn ich jetzt meinen Zauberer noch gehabt hätte. Ja, das sagt sich aber jetzt vor allem so leicht. Er hätte auch genauso gut irgendwie in der Mitte fünf Leute umhauen können, du das freies Feld gehabt. Ja, darauf hatte ich ja gehofft. Ja, eben.